Ja, die Koalition hat sich getroffen, es gab eine Koalitionsrunde und man höre und staune, man hat sich geeinigt. Und zwar auf zwei Punkte, die man nicht machen will. Nämlich keine Frauenquote für Aufsichtsräte, keine Frauenförderung, aber dafür die Herdprämie, das Betreuungsgeld möglichst schnell. Ich glaube, diese Botschaft wird von den Frauen in Deutschland eins zu eins verstanden. Das Zweite, was man auf keinen Fall machen möchte, ist ein Mindestlohn. Eine sogenannte Lohnuntergrenze mit großen Ausnahmen, die schon aussah wie ein Schweizer Käse, war ja das, worum es eigentlich ging. Der Vorschlag Frau von der Leyen war aber der FDP offensichtlich immer noch zu radikal. Unterm Strich kommt also jetzt nichts. Und das heißt, dass die Niedriglohnjobber in Deutschland weiter mit ihren Hungerlöhnen zurechtkommen müssen, weil diese Bundesregierung es nicht schafft, eine Mindestabsicherung zu organisieren. Was man aber beschlossen hat, also worauf man sich jetzt positiv verständigt hat, ein Pflegebar, 5 € für eine Privatisierung der Pflegeversicherung. Aber das nutzt nur einem, nämlich der privaten Versicherungswirtschaft. Ein typischer FDP-Politikersatz, der wirklich nicht hilft, den Angehörigen nicht, die dringend auf Unterstützung warten, wenn sie Menschen pflegen, nicht den Demenzkranken, nicht dem Personalmangel, aber der privaten Versicherungswirtschaft. Unterm Strich also ein schlechter Bar.